Ja, hallo liebe Fußballfreunde, hier ist euer Fritz Miloni mit der Folge 507. Wir hatten ja in der Folge 506, haben wir ja drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, wie sieht das mit dem FIFA-Projekt aus? Und ja, ich habe mir mal dazu Gedanken gemacht und habe jetzt mal auf eure Kommentare gewartet. Und es waren folgende Mannschaften im Gespräch: der HSV, Neapel, Bayern, Freiburg und AC Mailand. Und ich mache es kurz und schmerzlos. Das Rennen hat der HSV gemacht mit 3 Stimmen. Wobei ich da jetzt natürlich meine Stimme auch mit beigezählt habe. Und ich muss sagen, es ist ein sehr reizvolles Projekt mit der FIFA, mit FIFA 17. Ich werde dann einsteigen zum 4.11.2016, der 10. Spieltag. Ja, ich habe mich auch für das Projekt entschieden, weil ich A, schon mal den HSV hier mit dem FM13 sehr erfolgreich gespielt habe. Nicht erfolgreich, dass ich Meister geworden bin oder sowas, aber sehr erfolgreich, was die Abonnentenzahlen und was das Interesse von eurer Seite betraf. Und dazu kommt, dass ich auch finde, dass der HSV ist so ein Dino, ne? Ist bis jetzt noch nie abgestiegen. Und in den letzten Jahren kämpfen sie ja permanent gegen den Abstieg. Und es würde mir außerdem Spaß machen, euch mit diesem Let's Play die Bundesliga auch mal von dem realen Geschehen so ein bisschen nahe zu bringen. Und das ist ja bei dem Projekt angedacht, dass ich sage, ich versuche immer zu den Spieltagen, wenn der HSV spielt, auch zu spielen. Also das heißt, es gibt immer dann ein Video in der Woche, wenn der HSV spielt. Und ich muss jetzt nur bei FIFA 17 muss ich halt bis zu dem 10. Spieltag vorspielen. Das mache ich dann aber mit Schnelldurchlauf. Und dann würdet ihr diese Woche starten sehen, wie ich mit dem HSV beginne. Ja, und ich denke, das ist ein sehr interessantes Projekt, weil ich versuche natürlich mit genau den exakten Kader zu starten und werde jetzt auch gucken, wie aktuell der HSV dort den Kader stehen hat, dass ich das beibehalte und ja, einfach der Aufgabe mich stellen und für euch einmal Minimum die Woche, wenn der HSV spielt, dabei zu sein. Außerdem war das ja auch noch so, dass ich sage, wenn ich jetzt Bayern München zum Beispiel hätte genommen hätte, dann hätte ich bei FIFA 17 das Problem gehabt, dass ich jetzt erstmal im ersten Jahr keine internationalen Spiele dabei gehabt hätte. Deswegen ist mir das eigentlich lieber, dass es dann letztendlich der HSV geworden ist. Die anderen Vereine, die ich eben aufgelistet hatte, Freiburg, Mailand, Neapel, Bayern, sind natürlich alles interessante Vereine gewesen, wo ich euch ja ein schönes Erlebnis auch hätte mitgeben können. Aber der HSV ist, glaube ich, das, was die breite Masse hier am meisten interessieren könnte. Also wir bleiben praktisch in Norddeutschland, ne, gehen von Ostdeutschland nach Norddeutschland rüber. Wobei, die Hansakugel ist ja auch Nordosten, sage ich jetzt mal, ne? Und ja, warum ich aber jetzt nicht einen Zweitliga-Verein genommen habe, hatte ich euch ja schon ausreichend erklärt. Und jetzt wollte ich mich natürlich mit der Hansakogge erstmal weiter hier dem aktuellen Geschehen widmen. Und ich sehe gerade hier Jugendteams. Mindestens, also da muss ich gucken, wegen Trainern. Wie habe ich denn das bei mir geschaltet? Da müsste ich mal gucken. Und zwar Mitarbeiter. Ich meine, ich hätte die Aufgaben übertragen. Ah, warte mal, Management. Ja, der Tim Stork kann eigentlich da auch einen Jugendtrainer bestellen, aber wenn der das natürlich nicht gemacht hat, Trainerstab, Co-Trainer, Management, Suche, Trainerstab. Also einen Jugendtrainer müssen wir da suchen. Ja, da haben wir jetzt ein paar zur Auswahl. Dann würde ich mal sagen,
Verstärkung. Okay, also den Kevin Döring hier, dem würde ich jetzt gerne ein Angebot unterbreiten. Aha, ich muss zuerst Bürogebäude erweitern. Ja, wir haben hier noch viele Baustellen. Also es ist, ich sage jetzt mal, wir haben hier noch ganz, ganz viel zu erledigen in Hansa. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier Bürogebäude müssen wir erweitern. Kriegen wir das hin? Dann machen wir das doch. Ausbau läuft. Okay. Gut, dann kann ich die anderen Sachen jetzt erstmal noch nicht erledigen. Dann geht es jetzt weiter. Dann sehen wir uns gleich gegen die Königlichen. Ja, liebe Freunde, da haben wir das Spiel. Keine Musik setzt ein. Alles ein bisschen ruhig gehalten. Also FC Hansa, ich will mir das nur mal gerade aufschreiben. FC Hansa gegen die Königlichen. Da muss ich mir noch einen Titel einfallen lassen hier für die Serie. FC Hansa gegen Real Madrid. Wie kann man das abkürzen? Gibt es da eine Abkürzung? CF. Ah, ich schreibe mal in Real Madrid. So. Dann guckt man nachher mal, wie diese Abkürzungen sind. Ja, dann müssen wir uns natürlich erstmal hier die Situation genau beleuchten. Übrigens, es gibt jetzt bei YouTube keine Einschränkung mehr, was die Musik betrifft. Ja, hier können wir uns... Mensch, warum habe ich das letztes Mal... Ich spiele schon so lange FM 13, aber dieses... Ich wackel mal hier mit der Maus, dass hier die Tabelle drin ist und so. Das habe ich alles gar nicht geschnallt früher. Das ist echt ein Knaller. Also wir haben jetzt hier den zweiten Spieltag. Wir sind letzter in der Gruppe, also das heißt gegen Real Madrid. Und das ist eine Mördergruppe, die wir hier haben. Paris Saint-Germain gegen Real Madrid, gegen Kiew. Pah. Da haben wir wirklich Knaller-Gruppe. Ja, und gegen Real Madrid ist es jetzt schon für uns so, dass wir sagen, wir müssten hier wenigstens ein Unentschieden holen. Aber schauen wir uns doch mal die Königlichen an. Ich will nochmal hier hinschreiben, Meisterliga. Ich nenne das jetzt halt so, weil das hier in meinem Let's Play so ist. Ihr wisst, das ist die Champions League und es ist der zweite Spieltag. Man muss sich hier alles aufschreiben, wenn man so ein paar Projekte am Laufen hat nachher. Kann man schon mal schnell durcheinander kommen, ne? Ja. So, Sturridge ist allerdings jetzt hier nicht mit von der Partie, sodass ich jetzt hier Patrick Weihrauch mitnehme. Und weil Gylfason so schlecht im Moment ist, will ich Poyampolo nochmal eine Chance einräumen. Und ich werde den guten Patrick Weihrauch gleich von Anfang an, er ist trainingsmäßig wieder hergestellt. Dann kann ich auch hier wieder, Patrick is back, könnte ich jetzt als Titel nehmen. Und wie er dann back sein wird, das werden wir jetzt natürlich im Spiel sehen. Okay. Ja, statt Nietzsche würde ich jetzt gerne Julian Neu mitnehmen. Und dann gucken wir uns mal den Gegner an. Hier werden wir auf jeden Fall eine zusätzliche Prämie raushauen. Machen wir mal 15.000. Und das ist der Gegner. Und da werden wir jetzt auch mal gemeinsam wieder die Aufstellung durchgehen. Also hier haben wir einen 30-jährigen Keeper drin, der wirklich tolle Werte hat. Flugparaden 90, Fangsicherheit 90, Stellungsspiel 89, Mann gegen Mann 87, Reflexe 89 und Abschlag 74. Also das ist schon enorm. Sprungkraft ist auch hervorragend bei ihm mit 86. Er ist im Team. Es ist ein Rumäne, also rumänischer Nationalspieler. Dann die Abwehr. Fabio Contrao kennen wir natürlich, aber jetzt auch mittlerweile schon 34. Ist aber jetzt noch kein Alter für einen Fußballer. Der kann durchaus, wenn er gesund bleibt, noch ein paar Jahre spielen. Hat aber, wie gesagt, die besten Jahre, denke ich mir, hinter sich. Ist auch nicht mehr in der Nationalmannschaft, wie ich hier sehe. Hat 95 Spiele in der Nationalmannschaft gemacht, 2 Tore, aber jetzt aktuell nicht mehr vertreten. Und wie wir auch hier gesehen haben, er möchte
bald seine Karriere beenden. Rafael Varane mit 29 Jahren hier im allerbesten Fußballeralter. Französischer Nationalspieler, ist im Team, ist aber jetzt auch schon Minimum, wie ich gelernt habe, 5 Jahre hier in Spanien tätig. Mit 1,91 natürlich Gardemaße hier, also ein richtiger Turm hinten in der Abwehr. Kurt Zomar, 27 Jahre, ist auch im Team der französischen Nationalmannschaft, hat 7 Spiele dort schon geleistet, auch ein sehr guter Mann. Carvajal, rechter Verteidiger, kein Nationalspieler, würde ich jetzt auch von seiner Körpergröße hier 1,71, 74 Kilo, also ist wahrscheinlich so ein wuseliger rechter Verteidiger, aber wenn der jetzt, je nachdem auf wem der da trifft, muss man mal abwarten, ne? Also wer kommt bei uns rechte Seite, ist er. Links, dann würde er natürlich mit Borswick Jackson zu tun haben und mit Patrick Weira auch, ne? So, Geoffrey Kondogbia, defensiver Mittelfeldspieler, also ein Sechser. Kurzpass hier, 96. Allerdings nicht der schnellste, hat auch nicht den schnellsten Antritt. Sprungkraft lässt auch ein bisschen zu wünschen übrig, dafür aber eine sehr hohe Ausdauer. Ist aktuell französischer Nationalspieler und mit 51 Spielen, allerdings kein Tor, bringt er hier Erfahrung mit rein. Also ein Mann, der nicht unbedingt Torgefährlichkeit ausstrahlt, aber zumindest hier im defensiven Bereich ein richtig guter ist. Dann haben wir Adama Herr, da kommen wir jetzt zur Offensivabteilung, beziehungsweise er kann auch defensiv spielen. Der hat allerdings jetzt schon mal einen guten Antritt. Schnelligkeit lässt zu wünschen übrig, aber eine hohe Ballkontrolle, sehr dribbelstark und kurze Pässe mit 95 hier angegeben. Sehr stark und ein sehr hohes taktisches Verständnis. Aktuell Nationalspieler der Niederlande. Hat aber jetzt auch schon einige Jahre hier in Spanien verbracht, deswegen auch die spanische Nationalflagge. Jorginho, 30 Jahre. Wechselt am 01.01. nach Espanyol Barcelona. Also der kehrt zurück und ist im Moment hier nicht so ein starker Mittelfeldspieler, aber ist italienischer Nationalspieler, aktuell 9 Spiele. Barbeck, haben wir hier einen Flügelspieler, guter Antritt, gute Schnelligkeit, hohe Ballkontrolle, gutes Dribbling und auch im Kurzpass gut. Von den Maßen, Körpermaßen und Körpergewicht ein athletischer Spieler. Also das ist auf jeden Fall jemand, den man im Auge behalten muss. Und vorne im Sturm Cesar, aktuell spanischer Nationalspieler, 40 Spiele, kein Tor. Hat allerdings einen Torriecher von 82. Das wundert mich, dass er hier noch kein Tor erzielt hat. Vielleicht doch nicht so oft zum Einsatz gekommen. Kleiner Spieler, wenig Gewicht. Also das ist so ein Wusler, ne? Hat aber hier eine hohe Schusskraft von 94, also Und Kevin Volland, ja, einst Hoffenheim, dann Schalke und jetzt Real Madrid, das ist natürlich eine Karriere, ne? Muss man natürlich mal sagen hier. Aktuell Nationalspieler, 11 Spiele, aber noch kein Tor, sehr starken Antritt, gute Schnelligkeit, Beweglichkeit könnte er besser sein, Ausdauer ist okay, hohe Ballkontrolle, gutes Dribbling, also hier auch ein interessanter Mann. Und das war's. Ja, die Königlichen also nicht mehr mit ihren Altinternationalen, mit einem, ja, da seht ihr, wie alt mein Let's Play jetzt schon mittlerweile ist. Wir sind in der Saison 2022-23. Aktueller Spieler mehr von denen, die man jetzt heute aus der heutigen Zeit kennt. Ja. Da müssen wir mal schauen. Was meint ihr? Gewinnen wir gegen sie? Das heutige Spiel steht natürlich unter dem Stern Patrick Weihrauch und Poyampalo, die Protagonisten der letzten Saison. Können sie heute wieder mal einen Stich setzen? Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt und deswegen würde ich sagen, Leute, es ist alles gesprochen. Geh mal rein ins Spiel. Aber bevor, ich muss allerdings hier noch, das müssen wir machen. Den Cesar wollte ich ja hier noch in Sonderbewachung nehmen.
So, dalle. Ja, Taktikänderung. Ihr habt es ja mal angesprochen. Zwei offensive Mittelfeldspieler, vielleicht einen Stoßstürmer, einen Keilstürmer. Möchte ich im Moment noch von Abstand nehmen. Ganz einfach der Sache geschuldet. Ich habe Erfolg bis jetzt mit meiner Raute. Wir sind auch jetzt wieder gut dabei. Und jetzt in diesem Spiel ist es ganz wichtig, nicht anzufangen, hier was umzustellen. Also wenn ich nochmal umstellen sollte, dann wird das stark abhängig davon sein, wie wir in der Meisterschaft am Ende der Saison stehen. Wenn wir, sage ich jetzt mal, recht frühzeitig vielleicht sehen, dass wir einen internationalen Platz behalten können oder erringen werden, dann kann ich mal ein bisschen probieren. Aber wenn es jetzt hier noch aktuell um Meisterschaftspunkte geht, um den Gruppen, um die Gruppenphase hier zu überstehen in der Champions League, kann ich nicht experimentieren. Also deswegen geht's jetzt los. Ja, Vlacho Dimos kann ich auch wieder mit ins Team nehmen. Zumindest erstmal auf die Bank setzen, aber Fritte. Wir können mal gerade hier mit den Spielern sprechen. Ich vernachlässige das immer oft. Ihr sagt mir das ja auch oft. Fritte Brinkis muss ich auf jeden Fall jetzt mal was sagen. Du hast gut trainiert. Ganz wichtig, jetzt nochmal vor dem Spiel das Ganze zu machen. Dann haben wir jetzt hier Ronny haben wir schon mitgesprochen. Ja, den Harry können wir mal ein paar gute Sachen sagen. Auch er hat gut trainiert. Legt 3 Moralpunkte zu. Hannesen, der jetzt im Moment Jonathan Tah so ein bisschen ersetzen muss, weil der eine kleine Krise hat. Können wir auch loben. Auch ein Mann, der sich... Oh, 5 Moralpunkte legt dazu. Heinze, bis jetzt sehr solide auf der Position. Kann man auch sagen, du hast gut trainiert. Legt auch hier 5 Moralpunkte zu. Dann haben wir... Ja, er macht sich im Moment sehr, sehr gut hier. Dem kann ich aber jetzt nichts sagen. Nichts, was ihn weiterbringt. Borswick. Bis jetzt stabil. Du trainierst sensationell, sage ich ihm. Auch er legt 5 Moralpunkte zu. Schmitzkatz. Ich glaube, jetzt kann ich mit keinem mehr sprechen, ne? Nee. Okay, dann soll es das gewesen sein. Das ist alles gesagt. Geh mal rein ins Spiel. Und wie gesagt, ich werde es aber am Ende nochmal ansprechen. Projekt FIFA 17 mit dem HSV. Und ich danke euch natürlich für eure Kommentare. Auf geht's. Viel Spaß. Ja, Anschluss hier im Ostseestadion. Ihr habt schon an der Titelmusik gehört. Und da kann ich euch auch Erfreuliches sagen. Die GEMA hat sich mit YouTube geeinigt. Wir können also demnächst auch wieder hier in unseren Videos schöne Musik einbauen. 70.000 Titel sind freigeschaltet worden. Auch das eine gute neue Nachricht für uns. Aber jetzt wollen wir uns aufs Spiel konzentrieren gegen die Königlichen, die nicht mehr mit den Königlichen der vergangenen Jahre zu vergleichen sind. Auch hier eine Mannschaft, die im Umbruch steht. Aber sie sind immer noch in der Champions League vertreten und ich bin sehr gespannt, wie sie heute gegen uns auflaufen. Beziehungsweise nicht auflaufen, das wissen wir ja, wie sie auflaufen, aber wie sie gegen uns spielen. Für uns natürlich ganz entscheidend, wie wird Patrick Weihrauch und Poyampalo, die Protagonisten aus dem letzten Jahr, aus der letzten Saison, die wirklich zu einem großen Torreigen beigetragen haben. Wie werden sie heute hier, vor allen Dingen Weihrauch, der jetzt länger verletzt war. Er wird natürlich noch nicht die Kondition haben, aber ich hoffe sehr. Oh, Fritte Brinkis hier mit einer tollen Parade. Das heißt, eine Parade in dem Sinne war es ja nicht. Er stand gut. Gutes Stellungsspiel von ihm. Ronny Marcos hier. Ja, schön gemacht. Borswick. Jetzt ist ein bisschen Platz für Boateng. Der spielt meines Erachtens nach sehr schnell. Hätte ein bisschen warten sollen, aber okay. Heinze. Und Schmitzkatz. Schmitzkatz. Was macht er? Legt den Ball hier auf Kramer. Kramer fort in die Spitze rein. Poyampalo. Der ist nicht ganz so defensiv wie
Gylfason, beziehungsweise der läuft nicht so weit zurück. Ja, aber das sieht doch schon mal ganz gut aus in den ersten Minuten hier. Barbeck. Kramer gut gestanden. Gut zugemacht hinten. Und da ist Patrick Weihrauch. Wieder Patrick Weihrauch. Nimmt Borsig Jackson mit. Jackson kommt außen nicht vorbei. Boateng hat den Ball. Poyampalo. Weihrauch. Na, das war doch schon mal eine gute Aktion jetzt. Was ich beeindruckend finde, ist halt, dass Boateng sich wieder so in den Dienst der Mannschaft stellt. Er könnte in seinem Alter eigentlich sagen, ich könnte die Füße hochlegen und mache mich nicht mehr verrückt. Aber er hängt sich voll rein. Er ist praktisch schon wieder so ein bisschen in der Form, in der er uns letztes Jahr geführt hat. Und Denis Avdija hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hängt so ein bisschen hinten dran im Moment. Oh, Fritte Brinkies. Genial, was der Mann leistet. Also ich weiß auch hier nicht, ob Vlachodimos nicht da Schwierigkeiten haben wird gegen ihn. Also im Moment ist Fritte Brinkies nicht aus dem Team rauszudenken. Und steht da vielleicht eine neue Karriere für Fritte Brinkies. Aber jetzt, Poyampalo hat Platz. Poyampalo geht Richtung Tor. In der Mitte ist Boateng mitgelaufen. Poyampalo macht's 1:0. Ach, das freut mich für ihn. Sah der Torwart nicht gut aus. War eigentlich die Ecke, die der Torwart abdecken hätte müssen. Aber Poyampalo hat mich hier mit einem extrem explosiven Antritt hier völlig überrascht. Boateng ist noch mitgelaufen, aber den hat er gar nicht gebraucht. Poyampalo, ah, das wird ihm gut tun. Das wird ihm Selbstvertrauen geben. Ihr habt mir ja schon gesagt, ich soll ihn verkaufen, aber nee. Projekt Hansa Kogge, das sage ich euch immer wieder. Hier ist eine Mannschaft zusammengewachsen und die werden wir nicht so einfach auseinanderdividieren. Ein Ronny Marcos ist jetzt schon seit gefühlten, weiß ich nicht wie viel, zig Jahren hier. Über 300 Ligaspiele. Patrick Weihrauch auch schon lange Zeit hier bei uns. Schmitzkatz lange bei uns. So schnell wird bei uns keiner fallen gelassen, nur weil er jetzt mal in Anführungszeichen 6-7 schlechte Spiele gemacht hat. Und wir haben es heute wieder gesehen, gegen die Königlichen ist Poyampalo da. Und die Mannschaft macht das im Moment gut. Boateng. War wirklich nicht schlecht gespielt. Jetzt die Kontergelegenheit über Cesar. Oh, der ist schnell. Oh, und da ist Bayerbeck. Aber Fritte Brinkies fintiert hier und hat dadurch den Stürmer ein bisschen aus der Kontrolle gebracht und der wollte lupfen, aber dann stand Brinkies genau richtig. Poyampalo. Und Patrick Weihrauch. Guter Schuss von ihm hier. Also die beiden, wenn sie dann zusammen sind, scheinen wieder zu harmonieren. Und Weihrauch kämpft, wie wir ihn kennen. Wie eh und je. Bis jetzt bin ich mit dem Spiel hochzufrieden. Weihrauch. Boateng. Und wieder Poyampalo. Diesmal mit einem Fehlpass. Cesar. Aber wir können mithalten. Weihrauch. Ja, die Madrilenen werden jetzt etwas galliger im Zweikampf. Aber wir haben das bis jetzt einigermaßen unter Kontrolle. Weihrauch. Fans sind hier zufrieden, da hört ihr gerade im Hintergrund, die sind hochzufrieden. Aber es wäre auch wichtig, heute zu gewinnen. Mit einem Unentschieden wäre ich allerdings auch zufrieden. Ich muss sagen, da bin ich schon ein bisschen bescheidener geworden, weil das ist echt eine Mördergruppe, die wir da haben. Und das war leider abseits.
Also sollten wir hier mit dem 1-0 Führung in die Pause gehen, wäre ich mehr als zufrieden. Und Sterling ist jetzt auch... Sterling ist jetzt eigentlich auch zu einem guten Zeitpunkt zu uns gekommen. Er wird auch auf Poyampolo und auf Patrick Weihrauch ein bisschen Druck ausüben können. Schade ist halt, dass er im internationalen Geschäft nicht mitspielen kann, aber das gibt vielleicht Ruhe in der Mannschaft. Weil wenn ich jetzt heute Sturridge nicht mitgenommen hätte, wäre der vielleicht sauer gewesen. So weiß ich halt, kann ich ihm sagen, du bist halt nicht freigestellt, du darfst nicht spielen in dem Wettbewerb, weil du während der Saison zu uns gekommen bist. Und dadurch habe ich da so ein bisschen Ruhe. Ne? Kann dann die anderen beiden spielen lassen. Und Reno und Wright können sich dahinter so ein bisschen entwickeln. Also das ist gar nicht verkehrt. Und das... ich dachte, das 2:0, aber das war Wunschdenken. Pause. Das kann sich erstmal sehen lassen. Das war eine gute erste Halbzeit meines Teams und Poyampolo mit seinem explosiven Antritt hier hat uns echt gut getan. Ja, Weihrauch ist noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, dass er wieder dabei ist. Wir werden ihn auch nicht die ganze Spielzeit durchbringen, sondern... schön, wie sich hier Boateng durchsetzt im Zweikampf. Toll gemacht von ihm. Also der hat trotz seines hohen Alters... Wir gucken mal gerade nach, wie alt... Kevin Prince, ich glaube, der ist 36 oder sowas, ne? 35. Also es ist schon beeindruckend, wie der sich hier noch quält. Und er hat mir sogar letztens gesagt, er ist sogar noch bereit, noch eine Saison dran zu hängen, wenn das hier gut für ihn verläuft, diese Saison. Er hat einfach Spaß am Fußballspielen und er sieht noch nicht ein, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, solange er hier das Gefühl hat, dass er für uns was bewegen kann. Und im Moment setzt er sich gegen einen jungen Aftejai sogar gut durch und kann der Mannschaft helfen dadurch. Und die Erfahrung hat er natürlich auch hier wieder gut gemacht von ihm. Kramer, Boswick Jackson, wieder Kevin Prince Boateng. Ganz ruhig, wie er die Bälle verteilt. Heinze, schöner Pass jetzt in die Spitze auf Schmitzkatz. Schmitzkatz über rechts. Und der Ball kommt. Oh, guckt euch mal den Poyampolo an. Jetzt wird aber Druck gemacht hier. Jetzt wird aber Druck gemacht. Und das gibt eine Ecke. Also echt toll. Toll das Spiel meiner Mannschaft jetzt. Patrick Weihrauch. Ja! Ja! Ja, er macht's! Patrick is back! Oh, wie lange haben wir darauf gebraucht, gewartet? Whistle Baby, Whistle Baby. Leute! Patrick macht's! Patrick macht's! 2:0 gegen die Madrilenen, gegen die Königlichen. Ist das nicht geil? Das ist geil, ne? Ach, das freut mich. Für beide jetzt. Für beide. Ich habe es noch vor dem Spieltag hier gesagt. Beides Protagonisten der letzten Saison. Ohne sie wären wir nicht annähernd in die Titelnähe gekommen. Bei beiden Wettbewerben. Und heute machen sie praktisch das Comeback. Perfekt. Und beide treffen. Oh, jetzt aber hier. Warwick, aber das Vierte bringt dich, der bleibt ruhig. Der verkürzt den Winkel hier. Wie schöne Torwarttrikots, ne? Das ist ja auch neu eingearbeitet hier. Nicht diese scheiß roter Trikots von der Vergangenheit. Ja, die Fans sind natürlich hier happy, ne? Hannesen hinten ganz souverän. Kramer hier auch. Toll, wie er das die letzten Spiele so hinten managt. Fritte Brinkis.
Und was gibt das, Elfmeter? Nee, Eckball. Oh Gott sei Dank, ey. Ich hatte schon gedacht, das wäre Elfmeter. So, 63 Minuten sind rum. Bis jetzt eine stabile 2-0-Führung, aber Madrid wird nochmal stärker, habe ich das Gefühl. Ja. Und erste Auswechslung bei Madrid. Maher geht raus und Binakay kommt rein. Ja, Kramer ist hinten nichts zu. Er stopft alle Löcher da. Und Schmitzkatz hier im Dribbelrausch. Boateng. Und wieder Poyampolo. Boateng. Madrid weiß im Moment nichts entgegenzusetzen. Also, oh, und da verletzt sich Borswick. Da verletzt sich Borswick. Ich hoffe, nicht schlimm. Gucken wir mal rein. Was interessiert mich jetzt? Oh nein, 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 nein. Leute, 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 Leute. Das tut mir jetzt so weh. 25 Wochen. Was hat er sich denn jetzt für eine Verletzung eingefangen? Guck mal, das ist hier die Verletzungsmisere. Bauchmuskelzerrung. Das sind alles noch leichte Verletzungen. Dann hat er hier in der Saison 19-20 ein Innenbandanriss, 7 Wochen. Das war schon lange. Und in der letzten Saison war es 21-22 ein Innenbandanriss von 11 Wochen. Schädelbruch hat er. Da steht noch nicht mal mehr die Ausfallzeit. Also da habe ich 25 Wochen gesehen. Oh, das ist ein Schlag. Leute, das ist ein Schlag. Eieiei, dann nehme ich jetzt raus, Patrick ist back. Der Titel dieser Folge ist ein anderer. Ach, Leute, Leute, Leute. Ach, Mann, 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 Mann. Borswick. Jackson. Schädelbruch. Das ist eine Hiobsbotschaft. Das tut mir jetzt so leid für ihn. Na, es steht, will wieder gesund werden. Möchte, dass Harry verlängert. Da können wir natürlich mal gucken, dass wir ihm diesen Wunsch erfüllen. Aber die Saison ist ja schon wieder fast für ihn gelaufen, wenn man so will. 25 Wochen. Leute, 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 Leute. Tut mir jetzt leid. Das ist eine Hiobsbotschaft jetzt. Gucken wir uns nochmal das Foul an. Hier sehen wir es. Ach, direkt von hinten. Und da ist er wahrscheinlich irgendwie unglücklich gefallen. Jetzt muss Julian neu die nächsten Wochen ran. Für ihn natürlich eine gute Chance. Für Borswick aber erneut ein Rückschlag in seiner Karriere. Bitter, 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 bitter. Bittere Pille. Schön hier von Heinze gemacht. Ich stehe unter Schock, Leute. Es tut mir so leid für den Borswick. Immer wieder diese Rückschläge. Den Jungen muss ich erstmal moralisch wieder aufbauen. Meine 25 Wochen gehen auch irgendwann vorbei und es erinnert mich so ein bisschen an den Badstuber, ne? Der auch immer sich wieder rangekämpft hat und dann wieder durch Verletzungen wieder ausfiel lange. Ah, Fritte Brinkis. Hält für seinen Freund hier. Alles zusammen. Ach, das ist übel. Da ist Julian. Der wird jetzt in den nächsten Wochen mit viel Arbeit auf ihn zukommen. Er muss sich ins Team reinkämpfen. Er ist jetzt auf dem Platz die Nummer 1. Borswick ist erstmal wieder raus. Man merkt auch, wie ruhig es hier im Stadion geworden ist. Das ist für alle hier ein Schock. Neo kommt rein für Cavallal. So, ich will jetzt aber auch vorne den guten Patrick Weihrauch rausnehmen, weil nicht, dass der sich jetzt noch verletzt. Wobei ich überlege jetzt mal. Ja doch, nehmen wir den mal raus. Kommt Reno für rein. Und ja,
Machen wir erstmal weiter. Na, ich stehe noch unter Schock. Ich stehe noch unter Schock. Weil Borsig so ein feiner Kerl ist, wisst ihr? Und weil der sich immer wieder rangekämpft hat und ich habe ihm das so sehr gewünscht, mal eine Saison ohne Verletzungspech. Er hatte kleine Blessuren diese Saison, aber das war nichts Gravierendes. Er war wieder in der Stammelf drin, er hat sich wieder reingekämpft. Und jetzt ist er wieder raus. Und er wird lange raus sein. Und ich hoffe nicht, dass es das Ende seiner Karriere sein wird. Auswechseln. Ich würde jetzt gerne mal wieder Jonathan Tah sehen. Dann nehme ich jetzt mal den Harry raus. Weil Jonathan ist ja eigentlich gesetzt bei uns in der Abwehr, aber hatte jetzt so eine kleine Phase, eine kleine schlechte Krise. Ganz drüber weg. Das ist ein teures 2:0, was wir hier vielleicht, also es sieht so aus, dass wir das nach Hause bringen. Das hat uns viel gekostet. Patrick ist wieder fit, das ist das Gute an dem Tag heute. Hat sein Tor gemacht, Poyampalo hat wieder gezeigt oder hat wieder angedeutet, dass mit ihm zu rechnen ist. Aber alles überschattet natürlich die Verletzung, die schwere Verletzung von Boswick Jackson. So, da kommen die neuen Spieler rein. Reno und Ta. Und Frutte Brinkis ist heute so aufmerksam, der lässt echt nichts anbrennen. Keine Chance für den Gegner. Und wir spielen hier gegen Real Madrid, das dürfen wir nicht vergessen. Und wieder Frutte Brinkis. Also Frutte Brinkis ist für mich ein Wunder. Der war ja eigentlich schon komplett raus, sage ich jetzt mal. Ich habe ihn dann wieder zurückgeholt in das Team. Und erst durch die Verletzung von Vlachodimos ist er wieder reingekommen, sage ich jetzt mal. Und ja, im Moment ist es so, dass Frutte nicht aus dem Team rauskommt. Da, wieder. Es ist unglaublich, was er hält. Es ist unglaublich, was Frutte Brinkis hält. Das Spiel ist aus. Wir sehen uns gleich im Nachbericht. Ja, bester Mann, Frutte Brinkis. Mit Sternchen. Julian Neu hier mit einer 3,5. Borswick hatte hier eine 2,0, hat auch eine Vorlage zum Tor gegeben. Umso trauriger natürlich seine Verletzung. Paris Saint-Germain mit 7 Punkten auf 1. Kiew jetzt auf 2. Das wird ja dann auch... Welcher Gegner ist denn der nächste? Ich glaube, gegen Kiew spielen wir dann, ne? Ja, genau. 3 Punkte, ja, jetzt alles ziemlich ausgeglichen in der Tabelle. Auf jeden Fall war das heute ein ganz wichtiger Sieg für uns. Aber nichtsdestotrotz überschattet natürlich die Verletzung von Borswick Jackson hier alles im Moment. Nächster Gegner ist Stuttgart, wir spielen wieder zu Hause. Der zweite gegen den vierten. Stuttgart sehr stark wieder im Kommen. Ja. Kann man mal den Antritt trainieren?
Ihre beiden Spieler Ronny Marcus und Benny Schmitz entscheiden sich nach einem gemeinsamen Abendessen dazu, wieder etwas positiver zu denken. Beide gewinnen 5 Moralpunkte und die Stimmung in der Mannschaft steigt um einen Punkt. Na, das ist doch schön zu sehen. Und Borswick Jackson, ja, 25 Wochen. Ach Mann, 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 Mann. Er ist 25 Jahre. Das wird er wegstecken. Das wird er wegstecken. War jetzt aber im Team der englischen Nationalmannschaft, ne? Menschenskinder. Müssen wir erstmal durch. Ich sage an der Stelle Dankeschön und verweise nochmal am Schluss darauf, dass ich FIFA 17 also mit dem HSV spielen werde. 4.11. am 10. Spieltag steige ich ein. Und dann wird das jede Woche so sein, wenn der HSV spielt, freitags, samstags oder sonntags. An den Tagen wird dann das Video für euch natürlich vor dem Live-Spiel oder beziehungsweise vor dem Spiel euch hochgeladen werden. Wenn es dann in der im Realen stattfindet, könnt ihr schon gleich vergleichen, wie hat das Meloni hingekriegt und wie hat das dann der neue Trainer beim HSV, ist ja hier, wie heißt er denn jetzt nochmal, der ist doch Güstol, ne? Genau. Ja, und ich werde euch immer so eine Mischung bringen aus aktuellem aus der Bundesliga, also was im Realen stattfindet, natürlich auch immer angelehnt an den HSV und natürlich dann, wie es in meinem Let's Play abgeht. Und ich hoffe, dass wir dann ein schönes FIFA 17 Projekt haben. The Journey und Sheffield United nehme ich dann raus. Das ist dann ad acta gelegt. Das war ja auch nur erstmal so, mal gucken, wie es von euch angenommen wird. The Journey, aus meiner Sicht spielen das so viele hier, das muss ich nicht spielen. Und Sheffield, ja, war jetzt ganz okay, aber ich glaube, ihr braucht da ein anderes Projekt bei FIFA 17. In dem Sinne, HSV. Also, bleibt mir weiterhin gewogen. Ich werde jetzt erstmal Borswick Jackson im Krankenhaus besuchen und ihn wieder ein bisschen aufmuntern. Der muss jetzt natürlich erstmal von uns viel gestreichelt werden. Viel, der braucht viel Unterstützung, viel Support, ne? Und er wird die Verletzung überwinden, da bin ich mir sicher. Aber es war für heute erstmal ein teuer eingekaufter Sieg. In dem Sinne, bleibt mir weiterhin gewogen. Euer Smiloni.